Und mal wieder ein herzliches Willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf unserem Vogel-Autohäuser-Channel. Ihr habt keine Lust mehr auf lästiges Benutzen des Fahrzeugschlüssels? Da habe ich eine schöne Alternative für euch. Die neue BMW Keycard. Wie man die installiert und nutzt, das zeigen wir euch genau jetzt. Vor geraumer Zeit haben wir euch ja schon den digitalen Key vorgestellt. Also im Grunde, wie ihr euer Handy auch als Schlüssel nutzen könnt. Hier oben im Kästchen einmal das Video, da könnt ihr mal reinschauen und schauen, ob euch das gefällt. So bietet BMW drei Komponenten als Schlüssel. Einmal den allseits bekannten Fahrzeugschlüssel, das Handy und hier im Video auch nochmal die Keycard. Grundvoraussetzung für die Geschichte mit der Keycard wäre die Sonderausstattung SA322, der sogenannte Komfortzugang. Aufgepasst, bei manch einem Fahrzeug gibt es den Komfortzugang ohne die Wireless Charging Funktion, wo man das Handy dann ohne Kabelverbindung aufladen kann. Da gibt es dann die Handyablagefläche, die dabei hilft, auch die Keycard zu installieren. Wir können dann auch die Keycard, das Handy als Fahrzeugschlüssel nutzen, allerdings nicht den Ladevorgang. Nur, dass ihr da Bescheid wisst und wie das Ganze geht, schauen wir uns genau jetzt an. Jetzt schauen wir mal, wie wir das gute Stück hier installiert bekommen. Das sind tatsächlich nur zwei, drei kleine Handgriffe. Ich bekomme sehr oft die Frage gestellt, Herr Hoffmann, wie geht das? Das muss doch bestimmt ein Hexenwerk sein, bis diese Karte hier läuft. Ganz und gar nicht, das zeige ich euch jetzt. Schaut mal her, wir befinden uns gerade im Hauptmenü unseres Fahrzeuges. Dort gehen wir auf den linken Seitenreiter und zwar auf das Thema Car. Danach müssen wir auf die Einstellungen gehen. Und wie ihr sicherlich wisst, kommen dann die einzelnen Teilbereiche von allgemeine Einstellungen bis hin zur Tastenbelegung der Schlüssel. Nun brauchen wir aber den Türen- und Fahrzeugzugang, weil die Karte dient ja schließlich als dritter Schlüssel. Und dort müssen wir das Segment Digital Key auswählen. Sind wir dort draufgegangen, steht ja auch schon Keycard. Die ist momentan durchgestrichen, das heißt nicht aktiviert. Die aktivieren wir nun, indem wir draufdrücken. Und wir sehen, die Keycard ist inaktiv. Um die Keycard zu aktivieren, müssen wir diese mittig in die Smartphone-Ablage der Mittelkonsole legen. Wir nehmen die Karte, öffnen hier unten die Ablagefläche und siehe da, mein Handy liegt auch schon drin zum Aufladen. Also das Auto hier hat auch die Charging-Funktion. Wir nehmen die Karte und legen die ganz geschwind hier rein. Nach circa 1 bis 2 Sekunden Wartezeit öffnet sich dann dieses Fenster hier, dass der inaktive Schlüssel erkannt wurde. Und da müssen wir einmal auf Ja aktivieren gehen, um das Ganze zu bestätigen. Und da meldet sich auch schon die letzte Option. Der Schlüssel wurde aktiviert. Leute, das war's. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Als kleinen Tipp, wenn ihr diese Karte mal verlieren solltet, könnt ihr diese auch über diese Schaltfläche hier wieder deaktivieren. Schaut mal, kein Strich mehr durch die Karte. Die Karte ist aktiviert. Gehen wir drauf auf die Keycard, können wir das Häkchen rausnehmen und die Keycard ist deaktiviert. Das brauchen wir tatsächlich, wenn die mal verloren geht. Weil wir müssten die dann über den BMW-Service neu bestellen und es kann immer nur eine aktive Keykarte geben, aus Sicherheitsgründen. Ob das auch so alles klappt, wie wir uns das vorstellen mit dem Öffnen und Schließen, klären wir genau jetzt, weil ich zeige euch das anhand eines reellen Beispiels. Die BMW Keycard ist der ideale Begleiter für jedermann, der wenig Platz dabei hat. Ich privat nutze die auch des Öfteren, gerade beim Sport machen, weil sie einfach so schön praktisch ist. Auch noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr das Handy aufladen möchtet, geht das auch während der Fahrt. Wir brauchen die ja lediglich zum Startvorgang im induktiven Ladefeld. Da aber nicht beide Sachen benutzen, weil sich die Karte während dem Handyladen erhitzen könnte. Kleiner Tipp. Ob das jetzt mit dem Öffnen und Schließen klappt, testen wir mal. Karte müssen wir gerade dran halten. Das Auto öffnet sich. Wir kommen rein und zum Fahrzeug starten. Gerade reingelegt ins induktive Laden. Startknopf gedrückt. Das war's. Ich wünsche euch noch einen geschmeidigen Freitagnachmittag. Wenn ihr Fragen zu der Geschichte habt, kommt vorbei oder schreibt unten in die Kommentare. Und ich fahre jetzt noch eine Runde und bleibt stets praktisch.